Drei Sternsinger überbrachten dem Südtiroler Landtag die frohe Botschaft. Empfangen wurden sie in einer in Schnee gehüllten Atmosphäre von Landtagspräsident Josef Nogler. Die drei Sternsinger, die Geschwister Jakob, Sophie und Amelie von der Pfarrei Bozendom, begleitet von Pastoralassistentin Katrin Walder, haben die schönsten Weihnachtslieder vorgetragen. Die Tradition der Sternsinger wiederholt sich jährlich. Die heiligen drei Könige ziehen von Haus zu Haus, bringen die frohe Botschaft und segnen das Heim. Die Sternsinger sind in Südtirol eine Tradition und wir sind immer wieder froh, diese Sternsinger in der weihnachtlichen Zeit, in der nachweihnachtlichen Zeit zu sehen. Sie erinnern uns auch daran, dass es sehr viele Leute gibt, die es nicht so gut geht, unabhängig jetzt von der Hautfarbe, von der Herkunft oder auch von der Sprache, dass denen geholfen werden sollte und die Leute hier in Südtirol auch sehr gerne in dieser Zeit helfen. Auf der anderen Seite sind sie auch ein Geschenk für uns, speziell in dieser Phase jetzt, in der Phase der Pandemie, dass sie uns einfach wieder irgendwie das alltägliche Leben wieder vor Augen führen, so wie es immer war. Und wir hoffen natürlich auch, dass auch in Zukunft die Normalität wieder eintreten wird, so wie es auch die Sternsinger jetzt irgendwie vorexistieren. Deshalb sind wir sehr froh und empfangen sie sehr gerne und sind auch sehr gerne bereit, eine Spende dafür zu geben. Landtagspräsident Josef Nogler hat sich bei den Sternsingern für ihre Solidarität und für ihren Einsatz für eine bessere Welt bedankt. Jährlich sammeln die von Südtirols katholischer Jungschar organisierten Sternsinger Geld für mehr als 100 Wohltätigkeitsprojekte.